Hallo, meine Lieben, ich freue mich, euch ganz, ganz herzlich hier, euch hier wieder begrüßen zu dürfen. Es ist so schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und für jeden, der hier neu dazugekommen ist, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ja, oh, ich sehe gerade, ich habe hier noch die Abdrücke von den Bändern dran. Okay, egal, macht überhaupt nichts. Kartenlegen ist ja wichtig. Ich hoffe, ihr hattet alle ein super, super tolles Wochenende und seid mit dem Orakel von heute Morgen, von heute früh, gut in den Tag reingestartet. Und ja, jetzt habe ich auch schon gelesen, ja, die Nachricht, die kam, Scheidungspapiere. Aber, meine Liebe, sehe es so, oder allgemein seht es so, wenn unangenehme Nachrichten kommen, dann ist es trotzdem zu eurem Glück für euch das Beste, auch wenn es wehtut und der Schmerz wirklich auch groß ist. Aber dann soll es so sein, weil ihr für euch ein anderer, ein glücklicher Weg bestimmt ist, ne? Und auch wenn man jetzt sagt, nein, ist es nicht, ne, kann ich verstehen. Aber es wird kommen und irgendwann wirst du zurückblicken und wirst denken, stimmt. So ein toller Weg, was mir jetzt alles begegnet ist an Menschen, an Ereignissen, Situationen. Und dann sagt ihr, wow, wie wunderschön, auch wenn man jetzt es noch nicht sieht, ne? Ja, meine Lieben, ihr seht ja, ich habe euren Wunschpartner, euren Gegenüber, euren Herzensmenschen, männlich wie auch weiblich, liegt schon da, steht schon bereit sozusagen. Und steht in den Startlöchern. Und die Frage, die ich mir jetzt für heute überlegt habe, ja, denkt er oder sie überhaupt noch an dich? Oder was ist da? Hat er, ja, was gibt ihm da keine Ruhe, wenn er an dich denkt? Oder denkt er überhaupt noch an dich? Und oder sie? Da schauen wir jetzt auf jeden Fall mal rein. Ihr wisst ja, das sind Legungen fürs Kollektiv, kann nicht für jeden zutreffen. Und die Personenkarten sind geschlechterneutral. Also wie gesagt, bitte nicht hier auf das Bild achten, was da hier abgebildet ist, sondern nehmt es einfach als euren Herzensmenschen. Ja, und dann, ja, also morgens, ich finde es so wunderschön, wenn ich dann immer so zwischendurch reinschaue, zwischen den privaten Readings, die ich habe. Die Nachrichten von euch und eure Wünsche und eure Freude. Also es ist so wunderschön. Es berührt wirklich immer mein Herz. Es ist traumhaft schön. Ja, und jetzt, genau, jetzt mische ich mal die Karten. Jetzt fangen wir hier mal an. Ich danke euch so sehr. Und es ist ja der Wahnsinn, wie auch die Abonnentenzahl nach oben steigt. Und ich habe auch gelesen, ja, dass jemand so, also jemand Neues, also waren schon einige gewesen, die dazugekommen sind. Und sich ja auch vorgestellt haben. Und auch da herzlich willkommen, vielen, vielen Dank für jeden einzelnen Kommentar. Und auch dann die Aussage, mein Abo hast du, wo ich mir denke, wow, wie lieb ist das? Also ich bin so, ja, begeistert und ich freue mich riesig darüber. Und ich danke euch allen für eure Treue auf meinem Kanal. Und also wirklich, die Zahlen, das geht so rasant auch nach oben, wo ich mir denke, wow, wie wunderschön ist das? Und da werde ich mir natürlich, wenn dann wenn es die 10.000 erreichen sollte, egal wann es ist, also wirklich egal wann es ist, da werde ich mir auf jeden Fall was einfallen lassen als Dankeschön für euch. Na? Ja, so, dann schauen wir jetzt mal. Ich mische. Und danke auch für eure Wünsche. Gestern mit dem Mittagessen, ja, war wirklich, es war hervorragend. Es war wirklich absolut top gut. So, wir schauen. Achso, ihr seht das ja gar nicht. Ich habe das nämlich immer gern, dass ihr das seht, wenn ich die Karten hier ziehe. Da. Denkt, bist du eigentlich noch in den Gedanken von deinem Herzensmenschen, von deinem Gegenüber? So, dann schauen wir doch jetzt mal. Aha. Ah, da brauche ich noch welche.
So, jetzt ist natürlich, jetzt habe ich hier ein kleines dezentes Platzproblem. Das macht nichts. Ja, wow. 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 So. Und dann hätte ich gerne, also ich sag's euch, ihr Lieben, wir brauchen jetzt hier gar nichts weiter dazu. Es sagt hier wirklich alles aus. Wir nehmen wir dann noch zur Klärung noch die Tarotkarten mit dazu. Also, jetzt, das Bild spricht für sich. Ich erkläre es euch, ich sag's euch aber jetzt. auf die Frage, denkt dein Herzensmensch denn noch an dich? Schaut mal, wo ihr seid. Du bist in seiner oder ihrer Hauptenergie. Heißt ja, definitiv ja. Also hier gibt es da ist ein definitives Ja, dein Gegenüber denkt noch an dich. Er hat aber hier ist der Rückzug. Hier ist der Rückzug und da ist auch so eine Unruhe von seiner Seite aus. Ne? Also es macht ihn unruhig. Die Gedanken sind definitiv hier bei dir, weil nämlich dein Gegenüber hier, beziehungsweise hat nämlich hier angefangen, von deinem Gegenüber sein Herz mit ihm oder mit ihr zu reden. Na, und da sehen wir hier, die Herzkommunikation habe ich hier sehr stark liegen. Dein Gegenüber denkt definitiv noch an dich. Hier sind aber auch die Ängste. Die Ängste, diese innere Unruhe. Also er oder sie wird hier komplett unruhig, wenn er an dich denkt oder sie an dich denkt. Denn diese Unruhe, nichts Negatives, was Positives, weil er oder sie unruhig wird, weil nämlich der Gedanke an dich bereitet ihm richtig so dieses Herzflattern. Also hier pocht das Herz, hier kommen Gefühle, hier kommt richtig was in Wallung. Und ich sag's euch so, wie das bei mir hier, wie es mir hier aussieht, dass da wirklich eine Schmetterlingsfarm im Bauch entstanden ist und dir natürlich richtig kräftiges Flattern anfangen. Und da haben wir die Unruhe bei deinem Gegenüber. Ich sehe hier, wie gesagt, den Rückzug. Und hier auch, dein Gegenüber beschäftigt sich eigentlich, ich sag mal so, gedanklich 24/7 mit dir. Er möchte wieder mit dir hier diese Verbindung auch haben. Und es ist schon diese Unsicherheit, ja, weil hier scheint es mir auch, dass hier irgendwas noch gewesen ist, was zwischen euch stand, wo es Ärger gab, wo es irgendeine Auseinandersetzung gegeben hat, was deinem Gegenüber nämlich hier einen absoluten Stressfaktor auch bereitet. Und diese Unsicherheit, also irgendwelche Konflikte oder Komplikationen gab es hier zwischen euch und beziehungsweise ist es aber, sehe ich so, mehr von seiner Seite ausgegangen und da das beunruhigt ihn, weil er nicht weiß, ja, wie, was kann ich jetzt hier tun, wie komme ich jetzt hier aus der ganzen, wie kann ich es wieder gut machen? Und wenn wir jetzt auf der Herzebene schauen, ist das Herz sehr, sehr stark hier in deine Richtung. Absolut hier. Diese Herzlichkeit, diese Wärme. Also hier ist so viel Gefühl mit dabei. Hier ist aber auch diese Angst und vor allem dieses Ungläubige, also nicht christlich gesehen, dieses Ungläubige, ob hier überhaupt auch du überhaupt noch willst. Und da ist so dieser Rückzug, ja, Disbalance, die ja auch von seiner Seite aus ist, weil er es nicht einschätzen kann. Aber bei ihm diese Unruhe sehr stark, weil es hier wirklich richtig ja, zur Sache geht. Die Schmetterlinge wirklich dann volle Fahrt annehmen und richtig ihm sagen hier, wo es lang geht, weil sein Herz schlägt hier definitiv. Also wenn er oder sie an dich denkt, ist hier dieses auf der einen Seite diese Unruhe, dieses, oh mein Gott, diese Ängste auch, was kann ich tun? Ich bin in den Rückzug gegangen, wie kann ich jetzt hier wieder, was soll ich machen? Und auf der anderen Seite ist dann so dieses, ja, oh mein Gott, das Herz, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr ohne sie oder ohne ihn. Weil hier das Verlangen, diese Gefühle sind so stark in deine Richtung, also das löst es in deinem Gegenüber aus. Weil dein Gegenüber sieht dich nämlich hier absolut, ja, dieses Beständige auch, weil er oder sie weiß, du bist ihm oder ihr gegeben worden und es war ein absoluter Fehler, was er oder sie gemacht hat. Und es ist kacke verlaufen,
wie ich jetzt hier von dieser Legung, ne? Kollektivlegung, von dieser Legung. Es ist kacke verlaufen, das Ganze hier. Und hier möchte aber wieder was in Bewegung kommen. Dein Gegenüber möchte hier wieder Bewegung reinbringen in eure Verbindung. Weil dein Gegenüber sieht sich nämlich, spürt jetzt auch durch diese Distanz, die ihr habt, spürt dein Gegenüber, dass er dich wirklich braucht, dass hier sehr stark Gefühle sind. Also hier, es war Kackmist, was er oder sie hier gebaut hat. Und auch, dass er oder sie eben in den Rückzug gegangen ist und vielleicht hier komplett auch alles gecuttet hat. Aber die Gefühle in deine Richtung, er möchte hier wieder mit dir in die Kommunikation kommen. Er möchte diese Kommunikation. Wenn die Kommunikation, sie liegt mir so nah da. Also ich sag mal, da haben bestimmt auch einige noch oder schon wieder jetzt Kontakt mit dem Gegenüber. Sind auch Treffen statt oder haben Treffen stattgefunden. So schaut das für mich aus. Und hier denkt dein Gegenüber wirklich sehr oft an dich. Also wirklich, ich sag mal täglich. Also täglich die Gedanken an dich, aber einfach immer so ein bisschen diese Unsicherheit, diese Unruhe auch. Was kann ich tun? Was kann ich tun? Wie soll ich es machen? So dieses Hin- und Herschwanken so, aber das Gefühl ist so stark und es kommt richtig extrem, wo er sagt, wow, was geht denn jetzt ab? So was habe ich noch nicht gespürt. Und dein Gegenüber möchte hier wieder in die Verbindung mit dir. Also er möchte hier auch was Festeres von der Verbindung haben. Und wenn wir jetzt hier mal auf die Verbindung, hätte ich jetzt gern nochmal eine Tarotkarte. Und wenn wir jetzt, ja, wie gesagt, hier auf das Festere, wenn ich jetzt hier gehe, da haben wir jetzt auch wieder, wenn wir den Bereich Liebe jetzt angeben, dieses liebevolle Entgegenkommen. Also hier eine Liebeserklärung, hier die Nachricht, schaut für mich aus, dass dein Gegenüber, dass du hier eine Liebeserklärung bekommen wirst. Also, auf die Frage, ob er noch an dich denkt. Es ist sehr intensiv, die Legung hier, weil, wie gesagt, hier ist eine Versöhnung. Also, wie gesagt, auch hier diese Ängste, diese Unsicherheit, diese Unruhe. Ich habe hier was, eure Verbindung. Auf die Frage mit eurer Verbindung habe ich hier diese Versöhnung auch liegen. Ihr seid seelisch, diese seelische Nähe ist so stark zwischen euch. Also, es ist wirklich Wahnsinn. Und, ja, wenn wir jetzt hier noch weitergehen, wenn ich jetzt sage, hier, da, diese Ängste auch, dann habe ich hier, das ist der innere Konflikt. Der innere Konflikt, den dein Gegenüber noch hat. Und er weiß auch, dass er dich hier mit irgendeiner Aussage, mit irgendwas, was er gesagt hat, hier wirklich auch ins Herz getroffen hat. Und da ist diese Spaltung Kopf zwischen Kopf und Herz. Wir haben die Spaltung hier liegen. Und was habe ich euch vorhin gesagt? Auf der einen Seite diese Unruhe, diese Unsicherheit, diese Spaltung. Oh mein Gott, ich habe hier Mist gebaut. Es tut ihm oder ihr leid. Und auf der anderen Seite, das Herz sagt, oh mein Gott, ich will zurück, ich brauche diesen Menschen. Ne? Und wir haben hier ganz stark diese Traurigkeit. Ja, diese Spaltung, wie gesagt, Kopf und Herz. Und er weiß, was er getan hat. Und er ist hier komplett im Kummer, in der Traurigkeit. Und das ist ein richtiger Schmerz, weil die Liebe sehr, sehr stark ist. Weil hier gewinnt die Liebe. Also hier diese Klärung noch dazu. Ja, also es spricht hier wirklich absolut Bände. Und wenn wir jetzt hier in dem Bereich, ja, Liebe jetzt noch mit weitergehen, ne? Dann nehmen wir noch was zur Klärung mit dazu. Und ja, jetzt haben wir die zwei Kelche. Wenn ich jetzt hier auf die Liebe, was da jetzt genau ist, wenn ich auf Liebe frage, auf Gefühl frage, dann haben wir hier, dass die Antwort hier, er wird dir die Hand reichen, hier werden die Hände, dieses Zueinander, aufeinander zugehen. Dein Herzensmensch wünscht sich ein Aufeinander zugehen, dass ihr aufeinander zugeht. Und dein Gegenüber möchte oder wird auch die Konflikte überwinden. Weil hier ist der Wunsch, die Sehnsucht so stark, dieses Gefühl so stark in deine Richtung, ja, diese Liebe und dieses liebevolle, diese liebevolle Begegnung. Weil dein Gegenüber sieht hier,
Gespräch mit dir, immer wenn er dran denkt oder wenn ein Gespräch zwischen euch ist oder ihr schreibt mir dann oder ihr seht euch, ihr trefft euch, dann ist wieder für ihn, ist es eine liebevolle Begegnung. Und hier habe ich wirklich ein Aufeinanderzugehen. Also eine ganz, ganz starke Anziehung. Und eure Verbindung ist wirklich sehr stark, sehr intensiv. Also hier wirklich Liebe. Und das auf die Frage ja wirklich hier, was dann da wirklich auch mit der Liebe genau ist. Also ich sag mal, es sind wirklich Aussagen, schöner, besser kann es nicht sein. Und dein Gegenüber möchte hier auf jeden Fall aus diesem ganzen, aus dieser ganzen Unruhe raus. Und ja, er hat es nicht leicht, er hat es definitiv nicht leicht und er ist da wirklich komplett in einem Konflikt mit sich selbst. Überlegt hin und her, was kann er tun, was sollte er lassen oder wie kann er das bestmöglichst jetzt hier wieder hinbekommen, weil die Liebe, sehe ich zu dir, ist hier wirklich sehr intensiv, sehr stark, sehr ausgeprägt und das ist deinem Gegenüber jetzt, leider erst jetzt, bewusst geworden. Aber lieber spät als nie. Auf der anderen Seite natürlich auch die Angst, dich zu verlieren, weil hier scheint es doch ein bisschen ziemlich turbulent zugegangen zu sein. Ne? So, dann schauen wir doch mal das Endergebnis. Ach, ich werde verrückt. Schaut euch das bitte an. Das zum Endergebnis. Also hier wirklich das Endergebnis ist. Von ganzem Herzen, mit ganzem Herzen. Eine Vereinigung mit ganzem Herzen. Eine unwiderstehliche Anziehung. Zueinander stehen. Dein Wunschpartner, dein Gegenüber, dein Herzmensch wünscht sich hier ein Zueinanderstehen. Er oder sie will zu dir stehen. Hier die Treue, die Liebe, die Beziehung, diese Werte auch, die er in dir sieht. Und er wird hier, wenn ich jetzt die Frage, die wir gestellt haben, das Endergebnis, ne, wie geht es jetzt hier auch weiter? Da muss ich sagen, es ist wow. Dein Wunschpartner wird hier, wir haben ja den Konflikt hier gehabt, ne, dieses zwiegespaltene Kopf gegen Herz. Und hier wird dein Gegenüber sein Herz entscheiden lassen. Eine Herzensentscheidung wird dein Gegenüber treffen. Und was habe ich euch gesagt? Hier sein Herz oder ihr Herz in deine Richtung. Wow. Ihr Lieben, es ist wirklich eine so deutliche Aussage. Besser kann es nicht sein. Und von daher, da heißt es, bitte gebt die Hoffnung nicht auf. Natürlich entscheidest du bitte immer für dich ganz alleine. Ganz alleine, wo du sagst, okay. Du kannst es noch, du möchtest noch und hier ist noch was, hier sind noch Gefühle da oder dass du sagst, nein, ich bin zu sehr verletzt worden. Ja, also da, wenn ich jetzt hier auf dich jetzt noch eine Karte nehme, wenn wir da zur Klärung in deine Richtung, ja, wir haben den Mond. Wir haben den Mond, also hier heißt es von deiner Seite aus, also ja, es ist so für dich. Diese Ängste auch, die ich hier sehr stark habe. Und das auch so dieses, du traust dem Ganzen auch nicht. Und so weißt nicht, bist du jetzt hier eine Illusion, festgefahren in einer Illusion. Deine Ängste sind sehr stark und du möchtest natürlich schon die Klarheit haben. Du wirst aber hier zur Klarheit kommen. Wie du entscheidest, liegt natürlich ganz frei, bleibt absolut frei bei dir. Wie deine Entscheidung ist. Und ja, wenn wir jetzt dann noch mal die Karte noch eine Frage stellen, wie denn deine Entscheidung auch gehen wird. Okay. Deine Entscheidung, die wir jetzt hier haben. Also wir haben hier wirklich alles, hauptsächlich ja auch Kelche mitlegen. Also wenn ich jetzt hier die Frage auf dich jetzt stelle, du bist eine sehr, sehr gefühlvolle Frau und dieses Einfühlsame und hier habe ich auch, du wirst in die Heilung gehen. Du wirst, hier wird sich die Beziehung zwischen euch heilen. Und
Ich sehe das jetzt so, wie gesagt, weil ich ja wissen wollte, wie die Entscheidung bei dir sein wird, die Tendenz für deine Entscheidung. Schon dieses Nachsichtige und dieses Verständnisvolle. Du bist sehr verständnisvoll, du bist sehr fürsorglich, du bist auch spirituell. Du bist intuitiv, du handelst nach deinen Intuitionen und sehr einfühlsam, eine sehr gefühlvolle Frau oder ein Mann, je nachdem, ne? Wir haben es jetzt zwar weiblich abgebildet, ich spreche immer in der Sicht von einer Frau. Aber ihr Männer, ihr dreht euch das, wandelt das bitte euch um, ne? Und hier. Auch du wirst für dich in die Heilung gehen und hier ist nämlich auch nochmal die Heilung von eurer Beziehung angezeigt. Also ich sage mal so, es ist eine klare Aussage, ein klares Blatt, was ich hier liegen habe und von der Tendenz. Aber lasst euch bitte nicht von den Karten jetzt hier beeinflussen. Natürlich, das Positive ist auch wunderschön, aber ihr trefft im Endeffekt immer selbst die Entscheidung für euch. Und ja, auch wenn die Karten jetzt so hier liegen, diese Aussagen jetzt hier so sind, dann trotz alledem bitte für deine Situation es dann komplett selbst mit umwandeln. Weil das ist auch ganz wichtig, dass man sich nicht zu sehr leiten lässt. Das sind Wegweiser. Kartenlegungen, wie ich es gesagt habe, sind Wegweiser. Und jetzt hätte ich gern noch ein was zur Bestätigung, weil ich sehe dich ja auch, du bist sehr von dieser Legung, dass du sehr hier im Schwanken auch bist. Diese Entscheidung, ja, kannst du noch Hoffnung haben? Ich meine, nach dieser Legung kannst du definitiv noch Hoffnung haben, ne? Aber auch so, wie du entscheiden wirst. Und da hätte ich gerne noch eine Karte zur Klärung. Wow! Also große Arkane haben wir jetzt auch einige hier mit dabei. Und das ist eine kraftvolle Legung, das sind kraftvolle Karten. Und hier, wir haben die Welt. Und du wirst auch für dich in die Leichtigkeit kommen, weil du weißt für dich oder du wirst zur Erkenntnis kommen, dass du die richtige Beziehung gefunden hast, wie auch dein Gegenüber die richtige Beziehung gefunden hat. Also hier ist ein Ankommen, was eure Liebe, eure Verbindung, eure Beziehung betrifft, ein Angekommen sein. Also ihr, diese Vollendung. Hier, ihr werdet diese Reise an einen Punkt kommen, wo ihr gemeinsam die Reise weiter bestreitet. Wir haben hier eine komplette Einigung. Und vielleicht ist es noch ein bisschen, vielleicht eine kleine Verzögerung, dass es gibt, aber das sehe ich jetzt weniger. Aber wie gesagt, ihr wisst mit der Zeit, das habt ihr hat jeder mal selbst in der Hand. Aber hier haben wir definitiv die Leichtigkeit und es schaut sehr, sehr schön aus. Also wirklich eine sehr warme Legung, eine sehr vielversprechende Legung, weil hier heißt es, das Endergebnis von deiner Seite aus auch, du wirst merken oder du weißt, du wirst in die Leichtigkeit kommen und du hast die richtige Beziehung ge gefunden. Ihr beide wisst es, auch von deinem Gegenüber. Und hier ist wirklich angekommen sein. Also ihr werdet beide ankommen. Um das jetzt auf eine ganz einfache Frage, denkt dein Gegenüber noch an dich. Na? Aber wie gesagt, wir stellen die Fragen und ich sage euch ja immer, was hier liegt. Und wenn jetzt so eine Legung, jetzt solche Aussagen hier kommen, dann sage ich euch auch das und halte mich ja nicht strikt daran fest, was denkt ihr. Ich meine, gut, die Gedanken, was ihr hier hat, die haben wir natürlich auch, ne? Die habe ich euch natürlich auch gesagt. Aber wenn es die Karten, diese Legung hier mehr hergibt, dann sage ich euch das natürlich auch, weil ich, ja. Ich möchte euch nichts verheimlichen und das mache ich auch nicht, ne? Aber ihr kennt mich ja mittlerweile schon. Ja, meine Lieben, ich danke euch so sehr. Also diese warme Legung, die hat mich jetzt selber richtig berührt. Also wirklich wunderschön. Und ich wünsche wirklich allen von euch, die in so einer Situation sind, dass es genau so eintrifft. So viel Wärme und so viel Aufarbeitung, also praktisch dieses Ablösen komplett zum Endergebnis. Hier die Beziehung, die wirkliche, richtige, echte, tiefe Liebe, die Vereinigung und dieses Ankommen, die Leichtigkeit. Und mit dieser Leichtigkeit möchte ich diese Legung jetzt auch beenden. Hier, es heißt zwischen euch, es kommt komplett in die Leichtigkeit, was eine Beziehung zwischen euch betrifft. Habt jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag, Abend. Genießt den Abend, fühlt euch ganz lieb und fest von mir umarmt und danke nochmal für alles, danke für euer Sein.